Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, während wir uns hier diesen Gesetzentwurf der AfD und die verbale Begründung von eben zumuten, brennt Idlib wieder und viele Familien, die ich alltäglich begleite, zittern um ihre Angehörigen dort in Nordsyrien. Während wir uns diesen Gesetzentwurf zumuten, kommt gerade Hendrin in Wuppertal von ihrem Integrationskurs nach Hause, kocht für ihre zwei Kinder, die noch mit ihr sind, das Essen. Ihr drittes Kind, Mohammed, bald 14 Jahre alt, ist unter dramatischen Umständen in der Türkei geblieben und wartet jetzt seit mehr als 3 Jahren darauf, seine Mutter wiedersehen zu dürfen. Die Frau nimmt das hin, Hendrin, in großer Sorge, aber auch großer Geduld, und sie strengt sich unheimlich an. Sie war in Damaskus als Witwe, als Frau Taxifahrerin, nur damit ihre Kinder ein gutes Leben führen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Frau hat mehr Würde, mehr Haltung, mehr Mut und mehr deutsche Sekundartugenden, als die Antragsteller dieses Gesetzesentwurfs in 50 Jahren aufbringen werden. Unlängst besuchte sie einen Notar, um eine Vollmacht für die Großmutter des Kindes ausstellen zu können, damit diese Großmutter unter lebensgefährlichen Umständen in die Türkei einreisen und das Kind rechtlich vertreten kann. Und übrigens ist der Notar, der diese Beglaubigung ausgestellt hat, aus einem uralten deutschen Adelsgeschlecht, zutiefst konservativ, zutiefst geprägt von christlich-jüdischen Werten, und es ist ihm eine Ehre und eine Freude, bei diesem Prozess zu unterstützen. Wie ignorant, wie arrogant und wie zynisch ist es dann zu suggerieren, dass Abermillionen von, ich zitiere aus dem Problemteil, beruflich nicht qualifizierten Menschen vor der Türe dieses Landes stünden. Wieder besseres Wissen um die realen Zahlen und wieder besseres Wissen um die Dauer der Verfahren. Ich lese in Ihrem Antrag mit Erstaunen in der Begründung von der Verbindlichkeit gemeinsamer gesellschaftlicher Grundlagen und von gesellschaftlichem inneren Frieden. Nicht diese Ehefrauen und die Ehemänner und diese Minderjährigen stellen diesen Frieden in Frage. Die wollen nur in Frieden leben und normal leben und irgendwann wieder mit ihrer Familie zusammenleben. Wenn jemand diesen gesellschaftlichen Frieden zusammenstellt, in Frage stellt, dann ist das die AfD-Fraktion mit ihrer Rhetorik, ihrem Denken und ihren Forderungen. Was sind denn die verbindlichen gesellschaftlichen Grundlagen unserer Gesellschaft, wenn nicht auch Humanität, Empathie und Familie und Familieneinheit und Kindeswohl? Was, wenn nicht diese? Sehr bemüht bemühen Sie in Ihrem Antrag auch den Ausdruck kulturfremd. Was ist aber der Kultur der Weltoffenheit dieses Landes, der Kultur eines Goethe, einer Lasker Schüler, einer Sophie Scholl, eines Heinrich Heine, fremder als eben dieser Gesetzesentwurf und Ihre Begleitrhetorik? Was ist dem fremder? Nein, überall in Ihrem Sprechen und auch in dem Text mangelt es an Herz und Verstand, das ist notorisch und eklatant, aber vor allem mangelt es an Leben und Lebenswirklichkeit, Ihnen kann aber geholfen werden. Denn diese Frau, Hendrin, der Sie grundsätzlich die Gastfreundschaft verweigern, die wird Sie jederzeit trotzdem herzlich in Ihre 45 Quadratmeter Wohnung einladen, zum Essen mit Tabule, Shawarma, wenn Sie wollen, Wiener Schnitzel oder Kartoffelsalat, das wird sie tun. Und sie wird sich ihrer annehmen, in Geduld, wie ich geschrieben habe, und mit Mitgefühl. Sie hat alles verloren. Sie hat ihre Heimat verloren, sie hat ihre Unterstützung verloren und sie hat ihr Kind nicht mehr bei sich. Aber sie hat eines, was sie nicht haben. Sie hat Güte, sie hat Pflichtgefühl, sie schätzt und achtet dieses unser Land zutiefst und sie hat Anstand. Vielen Dank. Nächster Redner ist Konstantin Kuhle für die Fraktion der FDP.